Und damit hi ho und herzlich willkommen zurück zu Digimon Story Stars. Wir sind in Sachsen Form auf Einladung von Yugo. Yugo. Gekommen, nachdem wir jetzt die Trainingsbefehle haben. Okay. Es geht um Nokia und den Rebels. Danke, dass du gekommen bist. Wie läuft es denn so für dich als Cyberdetektiv? Ich verstehe. Ach, tut mir leid. Das ist der Grund für die Anfrage. Okay, dann komme ich sofort zum Punkt. Ich möchte, dass du Nokias Aktivität mit den Rebels beendest. Hast du mich verstanden? Ihre Existenz wurmt mich. Ich will alle Hacker wieder vereinen, als ihr Anführer und die Ordnung in Eden wiederherstellen. Es wäre besser zu kooperieren. Es überrascht mich nicht, dass du das sagst. Diese Welt, dieses Eden, gefällt es dir? Verstehe. Ich liebe Eden. Wie wäre es mit einem kleinen Spaziergang? Ich will mich mehr mit Eden verbunden fühlen. Also, gehen wir zum Gemeinschaftsbereich von Eden. So, wie wäre es, wenn wir uns auf der Bank unterhalten? Okay. Wie ich es mir gedacht hatte, es ist tatsächlich ein guter Ort. Weißt du, warum Eden erschaffen wurde? Eden wurde erschaffen, um den Geist zu befreien. Diese Welt ist die Verwirklichung des Traums, das sich von den Fesseln des irdischen Körpers zu befreien. Eden ist ein einzigartiger Ort, wo die Leute von den Zwängen des Alltags befreit sind, wo sie sich ausdrücken können, wie sie wollen. Die Entwickler von Eden haben sich die Finger wund gearbeitet, um eine solch ideale Welt zu erschaffen. Die Entwickler haben ihren Enthusiasmus auf die Nutzer übertragen und Eden ist zur Zuflucht für die Rechtschaffenen geworden, die herkamen. Aber was ist jetzt aus Eden geworden? Hacker treiben ihr Unwesen und unterdrücken die Schwachen mit ihren bösen Absichten. Überall hört man davon. Die Welt ist im Aufruhr. Eden, wie es jetzt ist, ist nicht so, wie es sein sollte. Ganz und gar nicht. Ich verstehe sie, die Entwickler, die ihr Leben dafür geopfert haben, um das große Ideal zu verwirklichen, das Eden repräsentiert. Aus diesem Grund möchte ich Eden schützen. Nein, es ist sogar meine Pflicht, das zu tun. Ich werde ihr Vermächtnis schützen. Nokia ist ein liebes Mädchen. Sie liebt Eden und Digimon aufrichtig, von ganzem Herzen. Die Hacker, also eigentlich die Digimon-Zähmer, die ihr folgen, sind genau wie sie. Deshalb will ich nicht, dass sie in diese Sache mit hineingezogen werden. Ich und diese selbstsüchtigen Hacker sind die einzigen, die Gefahren ausgesetzt werden sollten. Nur du kannst sie aufhalten. Bitte, du musst sie überzeugen. Ja. Ich hätte nichts anderes von dir erwartet. Du verstehst mich, kannst Nokia aber nicht im Stich lassen. Ist es das? Du bist wirklich nett. Das warst du schon immer, sogar damals. Damals, als du dich in die Zentrale von Kamishiro geschlichen. Schon damals, als du dir um alle anderen Sorgen gemacht. Alex, nicht wahr? Ich habe versucht, Nokia zu kontaktieren, aber sie war gerade dabei, jemanden zu rekrutieren, also konnte ich nicht mit ihr sprechen. Sie meinte, dass ich dich kontaktieren solle, falls ich jemals in der Patsche sitzen sollte. Ich stecke hier etwas in der Klemme. Ich bin in Kowloon. Bitte komm und hilf mir. Was? Oh, nein! Stopp! Ah! Es scheint ein Notfall zu sein. Willst du ihm nicht helfen? Ich komme mit. Zeit für eine Leine haben wir immer.
In letzter Zeit sonne ich mich gerne, das ist meine Freizeitentspannung. Oh. Ja, bei uns fängt der Herbst an und der Regen. Keine Sonne mehr. Kein warmes Wetter mehr. Perfekt. Auf nach Kulun. Kulun, 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 Kulun. Welche Ebene, Kulun? Kulun Ebene 1 ist wahrscheinlich nicht. Aber ich versuche mal Trick 17. Nicht Items. Spieler. Kulun Ebene 4. So, Hugo, Schritt halten. Aufhören, das tut weh. Stopp. Ah! Was? Sag nicht sowas Egoistisches. Das ist völliger Schwachsinn. Was? Nein! Lüg mich nicht an. Du hast mich einen Ex-Hacker genannt, oder etwa nicht? Nein, das war ich nicht. Ich habe nichts getan. Ich habe nichts über dich gesagt. Ah, Alex. Und ist das Hugo von Sachsens? Bitte helft mir. Ich wollte gerade Nokia helfen, indem ich diesen Ex-Hacker dazu bringe, bei uns mitzumachen. Aber dann hat sich die Lage zugespitzt. Was? Alex, Hugo, Hilfe. Ein Ex-Hacker, was? Wir müssen wohl auch mit der Zeit mitgehen, schätze ich. Du verteilst diesen Wurm? Er hat sich über uns Hacker lustig gemacht. Na und? Wenn dich die Worte dieses Wurms verletzt haben, braucht es ja nicht viel, um dich zu treffen, was? Was? Wovon redest du? Machst du dich jetzt auch über mich lustig? So eine armselige Möchtegern wie dich könnte ich im Handumdrehen zerlegen. Los geht's. Alter, Hugo in Kampfstellung, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Ist mir egal, ob andere dich eine lebende Legende nennen. Das ist doch alles bloß leeres Geschwätz. Alex, auf geht's. Zeigt, was ihr könnt. Okay. Neutral. Okay, wir haben neutral, wir haben Datei, wir haben Virus. Canon Beamon. Könnte schwieriger werden als gedacht. Oder auch nicht. So, ich sage immer, muss jetzt leider allerdings. Oder machen wir, versuchen wir, das Kilomon noch wegzumachen. Je nachdem, was jetzt passiert mit Mega Falsitramon. Das sieht aber mehr als gut aus. Nein, das heißt, ich doch noch nicht. Oh, nicht K.O. Jetzt auch noch Schlaf, weil ich sage, Mann. Schlaf schon vorbei. Nice. Damit haben wir gewonnen. Schätzungsweise. Also das war jetzt Schwierigkeitsstufe 4, ne? 5800. Super Igamon leider keine Level up. Das wäre nämlich ein Level up gewesen dann. Schade drum. Allerdings Super Igamon auch das einzige auf Level Champion noch. Denn nach dieser Mission kriegen wir einen Speicher. Wondramon Level 39. Kenobimon 43. Obuwemon 32. Oh, schon wieder zwei Level weiter. Hackmon auch zwei Level weiter.
So mächtig ist Hugo von den Sachsen also. Ich kann ihm nicht einmal annähernd das Wasser reichen. Du hast die Fähigkeit, dich zu ändern, dich zu bessern. Wenn du willst, kannst du dem Sachsenforum einen Besuch abstatten. Unsere Tür steht allen offen. Von Hugo von den Sachsen hatte ich nichts anderes erwartet. Dämonische Stärke und die Fähigkeit, schnell neue Mitglieder zu rekrutieren. Mit Nokia wäre es besser gewesen. Verrate mir, warum hast du dich ihren Rebels angeschlossen? Was? Warum? Nun ja, ich würde sagen, weil Nokia ehrlich ist. Ich mag Eden. Um ehrlich zu sein, ist das noch untertrieben. Ich bin völlig verrückt nach Eden. Ich hasse es, was aus Eden geworden ist. Deshalb wollte ich etwas dagegen unternehmen. Aber ich wusste nicht, was ich... Ich war ziellos. Nokia schützt Eden und die Digimon auf ihre eigene Weise. Ehrlich und gerade heraus. Als ich das sah, fühlte ich mich wie ein Idiot. Ich dachte, ich muss etwas tun. Irgendwas. Also beschloss ich, Nokia bei ihrem einfachen, ehrlichen Unterfangen zu helfen. Huch, wenn man von Teufel spricht, Nokia ruft mich gerade an. Ich muss rangehen. Wir scheinen sie nicht aufhalten zu können. Alex, ich muss sie um einen Gefallen bitten. Kannst du sie bitte schützen? Nokia, meine ich. Du und ich, wir sind uns ähnlich. Wir bemühen uns beide vergeblich um etwas. Aber halte dich bereit. Wenn wir uns das letzte Mal sehen, werden wir Feinde sein. Keine rosigen Zeiten. Er hat dich gebeten, sie zu schützen. Zuerst ging es bei dem Fall darum, bloß ihre Aktivitäten zu behindern, oder? Der Junge ist verwirrt. Deiner Geschichte nach zu urteilen, sind seine Gefühle für Eden und sein Pflichtgefühl nur typisches Teenie-Verhalten. Na, das ist ja gut. Die meisten Leute werden von Worten allein nicht motiviert. Die möglichen Zukunftsaussichten sollten dich antreiben. Na, jedenfalls hat er unser Honorar bezahlt. Ehrlich und wie es sich gehört. Er mag etwas verwirrt sein, aber er wurde gut erzogen. Wahrscheinlich liegt es sogar an seiner guten Erziehung, dass er jetzt verwirrt ist. Nicht ideal abgeschlossen. Also, das ist eine Schwierigkeitsstufe 4 gewesen. Und der Kampf, wir haben einen Digimon am Anfang verloren. Aber dann haben wir den Gegner quasi fertig gemacht. Und wir haben jetzt einen Speicher abgekriegt. Du bist geradezu ein Magnet für die verschiedensten Leute. Du hast keine Ahnung, wie selten das für ein Detektiv ist. Ja. Wir aktivieren sofort das Speicher. Und ich möchte auch sofort gucken, ob wir Super Igamon eventuell direkt digitieren lassen können. Dann haben wir alle auf Ultra. Und dann steht Mega eigentlich nichts mehr im Weg. Und wir könnten sogar Level 40, jo, 82 von 85, let's go! Alles auf Ultra. Duramon. Ja, wenn die 40 vorne drauf steht, wäre es schöner, aber ja gut, 20 kann ich auch mitleben. Level Ultra, Angriff 112. Kamm ist bei 73%, Fähigkeit bei 28 leider. Geblendet. Erhöht den Schaden von Licht- und Dunkelfertigkeiten um 10%. 115 Neutralschaden gegen einen Gegner. Häufig kritischer Treffer hört man doch immer gerne. Ryomon, haben wir denn überhaupt noch Platz? Jo. Let's go, Ryomon. Dann gucken wir kurz, den nicht. Nein, nope. Die, nada, nope. Ryomon wird natürlich nur zu Tokumon und Pokémon, ne? Ist natürlich wieder eigentlich das Falsche. Lekesmon kann. Das Digimon, was ich eventuell ja auch mitnehmen würde ins Team.
Und es ist auch Level Ultra jetzt. Fischemon. Fähigkeit 16. Verrückter Tanz. Heilen könnte das sogar. Meteormon. Wir haben schon sehr viele Digimon auf Level Ultra. Allerdings auch keins auf Mega, ne? Wenn ich jetzt so richtig sehe. Macht aber auch nichts. Mein Mega. Wie weit ist Mega weg? Level 50 ist gar nicht mehr so weit. Und da alles. Brauchst nur Level 50, dann haben wir es. 7 Level. Saryomon. Braucht auch noch Angriff. Rondramon. Das Bild macht mir ein bisschen Sorge. Da brauchen wir TP, Verteidigung und Level. Naja, wir haben es ja nicht eilig. Selber Hackmon. Oh, von Feuer auf Neutral. Oha. Fähigkeit 80. Das passt ja gar nicht ins Bild. Dann müssen wir den ja hier nehmen. Wo ist denn die Fähigkeit? 52. Wenn wir den jetzt zurückdigitieren lassen würden. 63. Das würde nicht reichen. Oh, da haben wir das. Da tritt unser erstes Problem mit Digitationen auf. Doro Greymon würde zu dunkel. TP, Angriff und Level. Okay, das ist interessant, dass es zu einer dunklen Attribut wird. Was sie aber auch unterstützen würde. Ja. Sei es drum. Ja, dann haben wir mit Saber Hackmon nicht die ursprüngliche Endform einnehmen. Die eines Ritters, heiligen Ritters. Und stattdessen eine andere Form einnehmen. Moment, geht gar nicht, ne? Weil Hackmon ja Dateityp ist. Und das würde dann Serum sein. Es geht nicht. Oh. Ja, ich schreibt's mal in die Kommentare, was wir dagegen eventuell unternehmen sollten. So. Wir haben keine Aufträge. Kyoko. Dein Freund verbreitet wohl wieder schlechte Laune im K-Café. Ist ein schwieriges Alter. Arata? Oh, Medaillensammler könnte man eigentlich auch mal. So, Medaillen für mich. Wollen wir die verkaufen? 4870 Yen. Nee. Nee, nee. Ach, Ryota. Och, geht's wieder um Sakura. Ja. Was soll ich nur tun? Ach, Alex, wie lange bist du schon hier? Anscheinend bist du durch all die Berufserfahrung als Detektiv richtig gut im Anschleichen geworden. Nein, das kann es nicht sein. Wobei ich mir Sorgen mache? Mist, wie hast du das gemerkt? Du bist einfach zu gut als Detektiv. Jetzt sollte ich dich sowieso um Rat fragen. Allein werde ich es wohl nicht lösen können. Jo. Wetten, wir haben jetzt einen Bericht. Einen formellen Antrag im Büro. Dazu. Nach der Line. Line. Erste Line. Edwin so Alexandrid. Oh. Stimmt, wir hatten ja Befehl beendet, ne? Ja, Folge ist eh gleich zu Ende. Und daher können wir mal eben die Befehle erneuern. 3 Alexandrid. Das ist natürlich schade. Nein. Hier entwickeln. Nice.
Halt, die Alexandrit kann ja direkt verkaufen, ne? Und die kann ich eigentlich auch direkt verkaufen. Ich glaube, ich hatte mal erwähnt, dass ich die sowieso nicht benutze. Oh, eine Perle, zu viel. Edelstein, der seine Farbe im Licht ändert, zum umwandelten Geld. Also hier in unserer im LP, im Story-Bereich, brauchen wir unser Geld eigentlich nur für die Farm. Ansonsten eigentlich nicht. Wer sich gefragt hat, übrigens, warum hier eine Dame steht und die ganze Zeit mit einem Ausrufezeichen, hier kriegt man legendäre Digimon. Zum Anfang schon. Wenn man mit ihr quatscht. Das wollte ich natürlich vermeiden. Das bewegt die komplette Edition. Und wir kriegen Alphamon und etc. pp. Deswegen, das wollte ich nicht haben. Deswegen habe ich jetzt nicht mit ihr gequatscht und bin immer dran vorbeigelaufen. Auf der Farm hat Pokémon das Höchstlevel erreicht. Ach Gott. Hätte auch ein bisschen eher kommen können, oder? Ich weiß eh nicht, was ich aus Pokémon machen soll. Wer hat ein Pokémon? Pokémon zu... Ja, braucht Kamm. Kann nur Falkomon. Oder Fähigkeit... Fähigkeit 80. Oh, ladiweilig. Und Level 30. Also Level erstmal Max Level, dann zurück die Tieren, dann wieder und etc. pp. Da spielen wir mal ein bisschen mit den Fähigkeiten. So, jetzt aber. Neue Fälle hinzugefügt. Eine Blume für Sakura. Eine Schwierigkeit. Oh, was soll ich nur tun? Was kann ich machen? Kann ich diesem Mädchen etwas geben, um sein Herz zu gewinnen? Flammensymbol. Blumen für Sakura. Deine Freundin wird bald aus dem Krankenhaus entlassen und du willst ihr etwas schenken? Ach, Kyoko, ist nicht so laut. Sakura ist noch nicht meine Freundin. Was? Noch nicht? Was soll das denn heißen? Also, wenn du ihr etwas schenken willst, gib ihr einfach, was du möchtest. Ich möchte etwas, was einem Mädchen gefällt. Kannst du mir helfen, etwas auszusuchen? Aber du weißt, dass du ein Honorar zahlen musst, wenn es ein offizieller Fall ist, oder? Das geht schon in Ordnung. Ich möchte einfach nur das beste Geschenk für sie. Nun ja, sie kommt doch bloß aus dem Krankenhaus. Findest du das nicht etwas übertrieben? Ach, hör schon auf. Ich weiß, du bist ein Detektiv. Aber du musst nicht ständig alles analysieren. Hehe. Ich nehme grundsätzlich nur Fälle an, die ich ganz und gar verstehe. Aber vielleicht kann ich einmal eine Ausnahme machen vorerst. Vorerst? Das klingt beängstigend. Ich brauche Geld, um das Geschenk zu kaufen. Also nehme ich einen Teilzeitjob an. Außerhalb von Ehen soll es Orte geben, an denen es spukt. Aber ich brauche trotzdem deine Hilfe. Macht er immer noch Geisterfotografie? Na gut, wir suchen also etwas, das einem Mädchen gefallen würde. Leider habe ich vor langer Zeit aufgehört, wie ein Mädchen zu denken. Du bist zu pragmatisch. Das heißt, wir haben ein Problem. In diesem Fall würde ich vorschlagen, dass du deine femininen Freunde fragst. Oh. Deine femininen Freunde? Vielleicht Yuko, Nokia. Vielleicht Nokia. Perfekt. Sie ist wahrscheinlich nicht die richtige Person, aber sie wird zumindest ihr Bestes geben. So wirkt sie jedenfalls auf mich. Ich glaube, sie ist gerade in Shinjuku. Geh hin und frag sie nach ihrer Meinung darüber, was man einem Mädchen schenken sollte. Auf nach Shinjuku, Geschenk für das Mädchen. Und das in der nächsten Folge von Digimon Story Cyber Surf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.